When they come for you. I sing my napo, mama see, mama home, hey. Ja, Mann, du machst den Text falsch. Yo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. What's poppin', here's Aria Lee. And willkommen zum ganz guten englischen Podcast. Ja, nee, willkommen zum eigentlich ganz guten Podcast mit Jay und Aria. Das sind wir beide und das hier ist ein Podcast. Ja. Jetzt weiß jeder, worum es hier geht. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen. Wir haben nicht nur ein bisschen was zu erzählen. Sogar ein bisschen... Mehr als ein bisschen was. Bisschen mehr, ja. Wie viel ist das? Da hört es auch schon auf. Es ist nur ein bisschen mehr als ein bisschen. Also, ich würde sagen, wir machen einfach. Ja. Und dann, je nachdem, wie viel das geworden ist, das ist die universelle Einheit für ein bisschen mehr als ein bisschen. Okay, cool. Genau. Danach wird das so gemessen. Wir haben neulich die Möglichkeit gehabt, eine Premiere zu besuchen. Jay macht wieder so, ich sage richtig lange nicht, worum es genau geht und beschreibe alles drumherum. Ganz genau. Wir waren auf der Bad Boy Premiere, meinst du, Son? Ja, Bad Boys for Life, Bad Boys 3. Genau. Hey Mann, lass mich doch mal ein bisschen mysteriös sein. Steht doch eh im Titel. Ich wollte es einmal kaputt machen. Okay, danke. Genau, wir waren auf der Bad Boys 3 Premiere hier in Berlin. Und haben halt auch den Film angeguckt. Waren auch davor auf der Pressekonferenz. Genau. Haben einiges über diesen Tag, den wir erzählen können, inklusive ein Review zum Film. Genau. Wie wir den Film fanden. Falls euch nur das interessiert, könnt ihr ja vielleicht dahin skippen, weil wir in den Kommentaren geschrieben haben, wo das ist. Genau. Das geht los in 25 Sekunden. Was? Wenn die ab jetzt in 25 Sekunden in die Zukunft skippen, da geht das Ganze los. Ach so. Genau, das heißt, wir haben jetzt noch circa 20 Sekunden Zeit, über alles andere zu reden, bevor jetzt der Filmreview losgeht. Ach, kommt direkt der Filmreview? Ich dachte, wir reden erst ein bisschen über... Nee, es sind noch 15 Sekunden. Oh, scheiße. Du hast doch gar keine Uhr, weil weißt du es? Im Kopf, Digga. Okay, jetzt ohne Witz, ich verarsche dich nicht. Du hast eine todeslange Wimper. Nein, das sind zwei Wimpern aneinander. Warte mal, nebeneinander, so parallel? Zeit oder? Ist vorbei. Na, der Film. Naja, man muss hier natürlich sagen, dieser Film ist mit sehr, sehr hohen Erwartungen verbunden. Mhm. Als der erste Teil rausgekommen ist, sind das 25 Jahre her. Der kam ja 1995, glaube ich, raus. Kann gut sein, ja. 25 genau. Jahre. 1995 kam der Film raus, also 25 Jahre her. Das ist quasi älter als manche Menschen. Okay, das sind... Alle Filme sind älter als manche Menschen. Aber? Genau. War trotzdem keine falsche Aussage. Genau, war keine falsche Aussage, deswegen könnt ihr mir nichts. ja, und der zweite Film war ja auch nicht viel später. Also der zweite Film war 2003, das heißt auch da 17 Jahre her. Hm. Und genau, es gibt da den einen oder anderen Filmfranchise, von dem alle irgendwie gerne noch eine Fortsetzung hätten, aber da sind halt die Erwartungen hoch. Viele passieren auch gerade irgendwie einfach nicht. Wie zum Beispiel Rush Hour, Bad Boys. Und Bad Boys ist halt Realität geworden. Ich weiß noch, als Will Smith gepostet hat, er stand so in Miami und dann hat er schon so gefilmt, so Selfie-mäßig, und dann hat er so Martin Lawrence mit ins Bild geholt und alle wussten dann direkt, was los ist. Er so, it's official, baby! Und ich weiß noch, wir haben uns das direkt gegenseitig zugeschickt, haben uns todes gefreut. Yo, es geht weiter. Aber es gab schon immer wieder mal Gerüchte und so weiter. Yeah. Und auch genauso wie bei Rush Hour. Und es hat halt dann nie funktioniert. True. Das heißt, aber die Erwartungen waren halt riesig. Dementsprechend auch riesen Druck. Ich persönlich wurde nicht enttäuscht. Mhm. Also erstmal vorweg, einfach im Allgemeinen. Ich hatte auf jeden Fall mega viel Spaß mit dem Film. Ja. Also weil das hat Will auch gesagt. Er meinte, das ist einfach so eine, da hat es jetzt nicht so gesagt, aber das ist halt so eine Legende, dieser Film. Ja. Und da ist so viel, mit so viel Erwartung und Experience und Gefühlen verbunden, dass er nicht einfach irgendwas machen wollte. Mhm. Das heißt, all die Zeit gab es schon immer wieder die Möglichkeit, aber er wollte was Richtiges daraus machen. Und ich finde, das war eine gute Entscheidung. Das haben die auch gut umgesetzt, dass die gewartet haben, bis alles irgendwie seinen richtigen Platz gefunden hat. Hm. Und ja, also sehr krasse Action. Okay, wenn ich sehr krasse Action sage, wo ich jetzt gerade vielleicht ein bisschen aus, hört sich an wie John Wick-mäßig. Ja, aber nee, das war's nicht. So war es nicht. Aber so für so einen Bodycup-Film waren schon geile Aufnahmen mit dabei, auf jeden Fall. Humor war am richtigen Fleck, finde ich. Der Vibe zwischen den beiden
war geil und wir können auf jeden Fall noch auf ein paar Details eingehen, aber was war dein Eindruck von dem Film? Also ich war auf jeden Fall auch nicht enttäuscht. Also ich muss dazu sagen, ich hatte sogar nicht die allerhöchsten Erwartungen, aber auch nur, weil Fortsetzungen in letzter Zeit vor allem, oder was heißt in letzter Zeit, einfach es werden so viele Fortsetzungen gemacht, dass die Fortsetzungen oft dazu tendieren, nicht mit den ersten mithalten zu können. Ja, weil viele Fortsetzungen sind einfach nur noch aus finanziellen Zwecken irgendwie. Also ich gehe mal davon aus, dass das auch nicht das war. War das richtig? Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Also ich denke auch, dass das für finanzielle Zwecke gemacht wurde. Aber das hat, denke ich, auf jeden Fall auch einen anderen Anreiz noch mit dabei. Möglich. aber auf jeden Fall fand ich, also war ich einfach so, bin einfach nicht mit so sonderlich hohen Erwartungen reingegangen. So gering die auch sein können, wenn Will Smith mitmacht. Also weil ich feiere ihn halt trotzdem. Ich war auf jeden Fall zufrieden mit dem Film. Also er war auf jeden Fall sehr lustig. Auch da, und das ist wieder, das ist keine Kritik an Synchronsprecher oder sowas, aber ich bin der Meinung, weil wir haben ihn auf Deutsch gesehen und ich glaube, er wäre auf Englisch ja witzig gewesen. Hat nichts mit den Synchronsprechern zu tun, sondern einfach, dass viel von dem Humor halt wirklich von der... Im Übersetzen verloren geht. Ja, erstens das, aber auch und Performance. Von der Performance von Will Smith und Martin Lawrence, die halt wirklich, ich sag mal, Comedians... Also einfach Comedy im Blut haben. Ja. Und diese Chemie zwischen den beiden ist halt einfach schwer zu übersetzen. Also klar, es ist halt einfach nicht derselbe Film, genau, wenn es übersetzt ist. Genau. Aber fand ihn dennoch lustig, auch auf Deutsch. Ja, die Story war... Also der Film ist an sich ein bisschen, ich sag mal, cheesy, aber das waren die anderen Filme auch. Also gerade der zweite, noch mehr, glaube ich, als der erste. Es hat halt diesen Michael Bay-Vibe, ohne dass Michael Bay tatsächlich Regie geführt hat. Aber dennoch war es eine coole Experience. Also auf jeden Fall. Von so, man hatte voll dieses Miami Bad Boys-Feeling, haben die richtig gut getroffen. Die beiden zusammen funktionieren halt richtig gut. Dann gab es auch tatsächlich echt krasse Action-Sequenzen, die, also jetzt nicht die allerbesten, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Nee. So, ich glaube, mein Fazit. Aber darauf zielt der Film auch gar nicht. Genau. Aus. Genau, genau. Wobei es manchmal echt gute, abgespacede Kamerafahrten gab und sowas. Ja. Es gab eine, wo die, also es ist jetzt kein Spoiler, die gehen halt einfach in so ein Gebäude rein. Ich sag jetzt nicht, was für eins, aber ich glaube, einer läuft eine Treppe hoch und während er die Treppe hochgeht, hat sich die Kamera gedreht. Und dann war plötzlich das so ein seitliches Bild. Kannst du dich daran erinnern? Ja, das war echt sick. Ja, also es klingt wahrscheinlich so erklärt voll komisch, aber die haben öfter mal so kreativere Sachen ausprobiert. Also, und ich finde grundsätzlich, dass die Regisseure, die ja anscheinend recht neu sind noch, einen voll den guten Job gemacht haben. Ja. Also es hat auf jeden Fall, ich glaube sogar, die haben besseren Job als Michael Bay gemacht, weil das kann ich ja nicht wissen, aber die haben auf jeden Fall... Die haben nicht nachgestanden. Ja, überhaupt nicht. Also das war auf jeden Fall auch ziemlich cray-cray, ja, in a good way. Es ist ein bisschen komisch zu beschreiben mit dieser Erwartung. Die Erwartung war irgendwie hoch im Sinne von, ich liebe Bad Boys, ich liebe Will Smith, Martin Lawrence, es geht weiter. Aber ja, ich hatte auch so wie du, gerade aus diesem, ja, Sequel-Syndrom, ja, hatte ich so, man hatte die ganze Zeit Angst. So irgendwie so, ey, komm, wir lieben diesen Franchise, wir lieben diese Schauspieler, macht so, verkackt das bitte nicht. So, weil so wie es halt steht, Teil 1 und 2 ist cool, so, okay, ist halt so. Ja. Aber jetzt immer, wenn du einen neuen Teil dazu machst, kannst du halt irgendwas verkacken. Und so, dementsprechend hatte ich halt irgendwo gleichzeitig hohe Erwartungen, aber gleichzeitig habe ich auch irgendwo damit gerechnet, so, ah, das könnte vielleicht kacke werden. Und da wurde ich auf jeden Fall auch positiv überrascht. Ich finde es halt voll krass, wie die beiden sich auch gehalten haben. Also wenn man mal überlegt, dass sie jetzt 50 noch was, ja, glaube ich sogar sind. Wobei die schon, also aber darum geht es ja auch in dem Film. Und das finde ich auch gut, dass sie das mit eingebaut haben. Die sind halt, man merkt natürlich, dass sie älter geworden sind. Genau. Also was, natürlich merkt man das, 25 Jahre später. Aber die kicken immer noch Ass. Ja, Mann. Aber so, die haben das halt mit in die Story eingebaut. Es ging halt viel darum, dass Marcus sich zur Ruhe setzen will sogar, weil er schon so lange dabei ist, während Mike Lowry, also Will Smiths Charakter, sich eher noch an die alten Zeiten festklammern will so ein bisschen. Genau, und immer noch einen drauflegen so. Genau, der Bad Boy sein will. Und ja, hat meiner Meinung nach gut funktioniert. Also besser als diese Filme, wo, weil das gibt's ja oft, wo die halt so tun, als ob nichts wäre, mäßig. Was ich meine, so ein so, Steven Seagal oder so ein, der so alle verprügelt immer noch. Yeah. Ja, deswegen, war auf jeden Fall cray. Ich fand eine Sache ein bisschen schade. Was? Und zwar,
mit der Schwester von Marcus. Weil am Ende von 2, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe den Film lange nicht mehr gesehen, aber es ging ja viel darum, dass Mike eigentlich in sie verliebt ist. Genau. Und sie sind sie zusammengekommen. Und dann wurde es so ein bisschen, die ist jetzt nicht mehr dabei, vielleicht wird die Schauspielerin nicht available, genau. Weiß ich nicht. Also ich fand es zum Beispiel cool, dass der der Chief, dass der wieder mit dabei war, also deren Polizeichef, Vorgesetzter, der war wieder mit dabei nach all den Jahren, das fand ich voll cool. Hier und da waren auch Leute wieder mit an Bord. Aber ja, das fand ich auch schade, dass einfach so Bad Boy 2 ging eigentlich voll darum, dass er seine Schwester in New York haben die sich kennengelernt und dann war Marcus anfangs so sauer und so und dann haben die halt so ihre schweren Zeiten durchstanden und dann hat er ihn noch rumgekriegt oder so. Genau. Und ja, und dann war halt im dritten Teil jetzt ist sie nicht mehr mit dabei. Dafür sind aber andere coole Gastcharaktere oder auch mehr als Gastcharaktere dabei. Mhm. Was hier kein Geheimnis ist, ist ja schon überall in den, die haben ja viel Promo auch mit diesen Leuten gemacht. Also zum Beispiel DJ Khaled ist mit dabei. Dann Nicki Jam ist halt mit dabei. Und was mich da überrascht hat, ist, dass er sogar etwas stärker vertreten ist als einfach nur ein Cameo. Ja. Also so, der ist schon richtig mit im Film dabei. Ja, er ist auf jeden Fall ein wichtiger Charakter. Das ist ein kranker Move. Hat aber auch in keinster Weise irgendwie jetzt eine schlechte Performance oder sowas. Ja. Also war, er ist halt nicht hauptberuflich Schauspieler, aber hat höchstwahrscheinlich Schauspielunterricht, Training dafür bekommen und hat seinen Job gut gemacht. Ja, also für die, die es nicht wissen, ich weiß nicht ganz genau, wie das passiert ist, aber Will Smith hat auf jeden Fall irgendwo ein Favel und eine Liebe für Reggaeton? Reggaeton oder generell lateinamerikanische Musik und Kultur und so weiter und so fort. Hm. Und seit irgendwann ist er halt so Homeboy mit Nicki Jam. Ja. Die haben auch schon so hier und da irgendwelche Projekte umgesetzt. Das ist ein lateinamerikanischer Musiker übrigens, falls ihr das... Ich glaube sogar mit J Balvin der lateinamerikanische Musiker jetzt gerade. Also die beiden sind krass am Start. Die haben auch... Was mit Bad Bunny? Kenn ich nicht. Nein? Nee. Mia. Bad Bunny ist doch am Start. Und hier, was mit Daddy Yankee, Bro? Vergiss ihn. Und Daddy Yankee. Ja, okay, aber hier, Nicki Jam und J Balvin, die haben, also jeder Song von denen hat immer so direkt so irgendwie eine halbe Milliarde Views und die haben... Ja, Daddy Yankee nicht, oder was? Ich weiß nicht, hat Daddy Yankee... die haben auch diesen einen gemeinsamen Song, X heißt der irgendwie. Mhm. Der hat 1,7 Milliarden. Das ist dieses... Nice. Ach, ja. Oh nein, die ganzen Spanier nur so, oh Mann, ey. Oh Mann. Ja, genau, und da tanzt übrigens auch Blacker in dem Musikvideo mit. Jedenfalls, genau, der ist halt voll am Start, die sind irgendwann befreundet gewesen. Ich glaube, der war auch mal hier und da mal irgendwie bei Jadens Konzerte mit dabei oder was auch immer. Jedenfalls, ich finde das voll interessant, wie Privatleben sich so sehr auf Popkultur auswirken kann. Ja. Die haben sich irgendwie kennengelernt, sind befreundet, also sind Freunde geworden und plötzlich spielt der jetzt halt eine große Rolle in Bad Boys, was schon eine große Legacy irgendwie voll ist, so weißt du? Ja, schon krass. Waren noch irgendwelche Leute mit? Vanessa Hudgens war dabei. Stimmt. Aber sie ist halt ein ganz normaler Charakter so. Genau. Und noch andere Charaktere mit anderen Schauspielern. Vielen Dank für diese Berichterstattung. Also, die anderen sind, glaube ich, nicht ganz so bekannt, wobei der eine schon, aber ich weiß nicht, woher man ihn kennt. Der starke Blonde? Den meine ich sogar nicht. Aber Der sah ein bisschen aus wie eine von den Twins von Twin TV, wenn die ein bisschen Masse zugelegt hätten. Ja, strengt euch an, dann seid ihr vielleicht bei Bad Boys 4 mit dabei. Aber, nee, ich meine den anderen tatsächlich, der immer diesen Mutterwitz einstecken musste. Ja, den ganzen Film lang. Den kennt man irgendwo her, ich habe gerade vergessen, woher. Von einem Netflix-Film, glaube ich. Aber stimmt, der kam ja auch irgendwoher bekannt vor. Aber ist eigentlich auch, ich meine, dass bekannte Schauspieler in einem bekannten Film mitmachen, ist jetzt nicht so der Rede wert. Aber dass Musiker eine große Rolle bekommen statt so einen kleinen Cameo, ist schon jetzt nicht vollgängig. Ja. Ja. Stimmt. Und ich muss dazu sagen, aber der Film hat auch echt geile Soundtracks. Die haben ja schon echt viele krasse Künstler irgendwie zusammengetrommelt für. Ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, außer Rick Ross. Da ist Rick Ross dabei, dann J Balvin, Nicki Jam,
Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, stimmt. Jaden ist mit dabei. Echt? Er hat einen Song gemacht? Ja, warte, also ich rufe das Ganze sogar gerne mal kurz auf. Dann natürlich der alte OG-Song mit P. Diddy, Bad Boys for Life. War der auch drin? Ich hab sogar vergessen. Also der ist auf jeden Fall auch im Trailer zu hören. Wir haben Uptown von Meek Mill, wir haben Meek Mill. Wir haben Black Eyed Peas, J Balvin, wir haben Rick Ross, wir haben Quavo, Daddy Yankee, Nicky Jam, Pitbull, Lil Jon, Jaden Smith. Stimmt, Lil Jon war auch dabei, weiß ich noch. Und dann nochmal The Black Eyed Peas, J Balvin und Jaden Smith. Ach was, der ist auf dem Song mit dabei, auf Rhythmo. Kennst du Rhythmo, diesen This is the rhythm of the life, baby, the night's like fuego. Ja. Das ist ja dieser alte... Ne, fuego. Oh yeah. Das ist dieser alte 80s-Song, yeah, den sie halt nochmal neu geremixed haben. Ich finde den irgendwie sogar ganz cool. Ja. Aber ich habe gar nicht gecheckt, dass Jaden mit da drauf ist. Nee, habe ich auch nicht gemerkt. Ja. Ja, viel mehr können wir jetzt zu dem Film nicht sagen, glaube ich, ohne zu spoilern. Und abgesehen davon ist das ja jetzt kein Film wie Inception oder so, wo man jetzt voll darüber diskutieren muss, ja, wie man es interpretiert hat. Also es gab einen schon größeren Twist. Ja, also... Aber ich meine, ich habe ja gerade gesagt, ohne dass wir darüber spoilern. Ja, true. Genau, das heißt, wenn wir... Also alles andere, was wir jetzt noch über den Film sagen könnten... Wäre Spoiler, aber muss nicht sein, weil ich glaube, viele haben den Film jetzt noch gar nicht gesehen. Ja. Ansonsten würde ich dich gerne was fragen. Okay, nee, dann frag mich etwas. Und zwar würde mich ganz gern... Mich würde es ganz gerne interessieren. Also dich interessiert es nicht, aber du hättest gerne, dass dich interessiert. Mich würde es interessieren. ich würde ganz gern wissen, wie es dazu gekommen ist, dass du Will Smith deine Kette geschenkt hast. Weil für Leute, die es nicht mitbekommen haben, weil sie uns zum Beispiel nicht auf TikTok folgen, @jsamuels und @arielee mit 3e. Ja. Auf TikTok mit 3e. Okay. Und auf Instagram @jsamuels und @arielee mit 2e. genau, nee, da hättet ihr es vielleicht mitbekommen. Ariel hat seine Markenzeichenkette verschenkt. Und zwar niemand anderen als Will Smith. Und es gibt ein Video davon. Und ich war auch dabei, aber ich würde trotzdem ganz gerne nochmal hören, wie das passiert ist. Ja, nochmal kurz zum Ausholen, wer... Will Smith ist. Wer Will Smith ist. Also, es ist 1993, Bel Air. 93? Nee, wann ging Fresh Prince los? 1990, glaube ich. Achso, ich dachte, wann er geboren ist. Achso, nein, der ist schon ein bisschen... Ja, deswegen. Kurz ausgeholt für, falls hier neue Leute mit dabei sind, die es vielleicht noch nicht ganz so wissen. Es gibt so eine Kette, die ich seitdem wir mit YouTube angefangen haben, tagtäglich getragen habe. Fast jetzt 5 Jahre lang, die auch irgendwie zu meinem Markenzeichen geworden ist. Und es gibt auf jeden Fall eine lange Geschichte mit dieser Kette. Ich habe die neulich, als wir bei der Premiere waren und wir haben halt auch Will getroffen und da habe ich die ihm geschenkt. Ey, alle sind auch voll getrippt, ne? Also ich habe das ja auf Instagram und TikTok gepostet. Ja. Und alle schreiben so, nein, du hast ihm ein Stück deiner Seele gegeben. Und ja, es ist Will Smith, aber wirklich deine Kette... Das war schon so ein Horcrux von dir inzwischen. Das letzte Mal, als wir Will Smith getroffen haben, hatte er mir gesagt, dass er meine Kette feiert. Ja, wo war das? In Berlin, also da am Brandenburger... Ich weiß es, ich will, dass die Leute es... Ach so, ja, wir haben uns... Wir er war gerade richtig so, du warst dabei, was? Warum fragst du mich das? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, wir haben ihn halt in Berlin getroffen, er war in Berlin und wir waren am Brandenburger Tor, da haben wir uns mit ihm getroffen. Da hatten wir auch so ein Video gedreht, was wir ihm dann gezeigt haben. Jedenfalls hatte ich da meine Kette angehabt und er hat die gesehen und meinte halt, dass die ihm gefällt. Mhm. Hat das irgendwie sogar 2-3 Mal gesagt, weiß nicht warum. Ja. Weil ich habe das schon irgendwie, ich habe in dem Moment irgendwie so weggeguckt gehabt und er hat das immer noch wieder gesagt. Und ja, das Ding ist, Will Smith gehört halt zu meinen Top 3 Idolen. Und wenn einer deiner Top 3 Idole dir halt so sagt, yo Mann, ich feiere deine Kette, so dann, ich habe mich halt irgendwie dazu berufen gefühlt, die ihm zu schenken. So. Ich habe irgendwie, weil ich so, okay, das ist der Weg, den diese Kette gehen muss. Und ja, dann dachte ich halt so, ja, okay, dann schenke ich die ihm, wenn ich ihn sehe. Und ja, man, als wir ihn dann halt getroffen haben, habe ich die ihm dann halt gegeben. Er hat sich scheinbar sehr gefreut, hat sich auch voll bedankt und so, hat die direkt angezogen, haben 1-2 Fotos
mit der Kette gemacht. Genau, da hat er mich noch gefragt sogar, was der Ursprung der Kette ist. Aha. Ich habe ihn irgendwie aber nicht, ich weiß nicht warum, ich habe in dem Moment kam mir das einfach nicht in den Sinn zu sagen, was also dass es mein Markenzeichen ist und dass mich in Deutschland halt die mich kennen, alle mit der Kette kennen so. Ja. Und dass irgendwie diese Kette voll das Ding hier ist. Habe ich ihm gar nicht gesagt, ich habe ihm nur gesagt halt, dass es ein Freund von mir für mich gemacht hat, weil ich voll gerne so eine Kette haben wollte. Marc, Shoutout an Marc. Genau, Shoutout an Marc. Und man sieht auch in dem Video, also, Marc made it, huh? Love it. Ist einfach komisch. Jedenfalls, ja, habe ich... hast du ihm gesagt, Marc? Ja, ja. Ich habe gesagt, oh, okay, Marc made it. Cool. Ich habe das auf Marc geschickt. Ich so, hey, hier, schau mal. Will Smith. Was hat er gesagt? Hat sich gefreut. Nice. Ja, das Ding ist, er hat eine Kette gebastelt und so Will Smith hat die dann angezogen. Ja. Ist schon cool. Und ja, Mann. Ich habe mich so scheiße gefühlt, Digga. Ich habe mich so scheiße gefühlt, weil ich habe gefühlt Martin Lawrence irgendwie voll vernachlässigt ich oder hab, so. Ich glaube, ich habe aus Versehen dir auch kurz davor das gesagt, oder? Echt? Oder hast du mich nicht gehört? Wie? Na, ich meinte doch nur zu dir, aber so, was gibst du Martin Lawrence oder hast du es nicht gehört? Echt? Nee, Ich nicht gehört. Weil auch, als du es ihm gibst, Martin Lawrence, wenn du sein Gesicht anguckst in dem Video, er ist auch die ganze Zeit so... Ah, ja, Mann. Okay, geil, Alter. Geil. Ja, das Ding ist, danach, ich fand halt noch viel schlimmer so, ja, das war auch schon irgendwie kacke, aber das fand ich nicht so schlimm, weil ich meine so, wir haben Will halt schon vorher schon mal getroffen, so, ja. Martin nicht, das heißt so, Will kennen wir ihn nicht, so, und ich habe ihn halt so, er hat letztes Mal was gesagt und ich habe ihm diesmal sowas mitgebracht. So. Ist ja nicht so schlimm. Erstes Treffen kann man nicht direkt so einen Diamantenring, ne? Aber so, weißt du, ich will Essen ausgeben, wirklich. Aber, was ich voll kacke fand, ja. War die Fotografen, also als ich Will die Kette geschenkt habe und er die aufgesetzt hat, wollten die Fotografen noch ein Foto machen so. Ja. Und ich habe das gemerkt und dann dachte ich, ja, okay, dann machen wir halt kurz noch ein Foto damit. Ich habe dann so auf Will so gezeigt. Also mit der einen Hand, mit der linken Hand hab ich so Will umarmt oder so. Oder ja. Ich stand auf jeden Fall neben Will. Und mit der rechten Hand, die auf Martins Seite war, habe ich so halt auf Will gezeigt. Ja. Und Martin kam halt auch noch so anfangs so dazu, zum Foto. Und dann hat das voll so den Vibe gehabt als, keine Ahnung, Mann. Ich hab auf jeden Fall das Gefühl gehabt, so Martin nicht so gerecht geworden zu sein. Und so, dann erst so danach so wieder weggegangen. Aber so, er hat jetzt safe keine Hard Feelings, nee, deswegen, aber so, ich fand's trotzdem kacke. Das ist doch genauso wie wenn bei uns, ich kenn das doch. Und deswegen konnte ich das so. Ja. Richtig oft. Voll nachvollziehen. Es kam schon öfters mal vor, also jetzt nicht andauernd, aber ab und zu kommt es vor, dass jemand zu uns beiden kommt und so voll gehypt ist, aber so nur den einen von uns zu sehen. Oder manchmal kommt jemand so und so, kommt so auf uns beide zu. Ey, yo, können wir ein Foto machen? So, ja klar. Und dann fragt der einen von uns beiden so, ey, Dings, sorry, kannst du ein Foto von uns beiden machen? Ja, genau. So, dann fragt er zum Beispiel mich so, ey, kannst du ein Foto von mir und Jay machen? Und dann so geht er wieder. Oder andersrum halt. Ja. Das ist dann immer so, okay. Und so, ja, no hard feeling. Aber es ist manchmal so ein bisschen komisch. Und das Ding ist, ich hatte dann die ganze Zeit so ein Kackgefühl wegen Martin, ne? Ja. Und dann dachte ich so, okay, ey, komm. Denkst du dir jetzt nur so, und ich meine, du warst ja trotzdem respektvoll und so weiter und so zu ihm und feierst ihn auch voll. Das habe ich auch in meinem Insta-Post, habe ich halt auch so geschrieben, so ja Mann, und war echt Ehre, Martin Lawrence zu treffen und so. Was ist in den ganzen Kommentaren? Steht so, free Martin Lawrence. Oh nein. Armer Martin Lawrence. Die ganze Zeit so eine Kommentare, ich so, oh, Schmerz. Scheiße. Ja Mann. Aber, am Ende des Tages, wie gesagt, alles cool und war ein cooles Ding. Danach waren wir alle im Saal. Mhm. Danach sind ein paar peinliche Sachen passiert. Echt? Ja, der Moderator hat die Regisseure auf die Bühne gerufen und er hat sich an den einen Namen von denen nicht erinnert. Ach ja, stimmt. Da habe ich mich richtig unwohl gefühlt. Er so, welcome Adil and... Da war einfach so 30 Sekunden lang Ruhe. Nein, nicht 30 Sekunden. 15 Sekunden schon. Ich weiß nur, wie... Ich glaub, davon gibt es Aufnahmen. Ich glaube, wir beide waren sogar, Bilal. Und er sagt nichts. Und irgendwer hat sich so schnell zugeflüstert oder so. Also, and Bilal, Adin and Bilal. Ich habe, diese Aufnahme wurde auch in irgendeinem Online-Marketing-Video reingeschnitten. Mhm. Und das wurde so zusammengeschnitten, diese Lücke wurde weggeschnitten. Er sagt so, welcome Adil and Bilal.
Ach so, echt? Ja. Okay. Ja, natürlich, die lassen doch nicht diese Pause. Und ich glaube, das habe ich selber nicht mitbekommen, aber es hat mir jemand erzählt. Am Ende hat wohl irgendwer auch nur so gesagt, so, okay, dann bis zum nächsten Mal, Will. Und so nicht zu Mortenor. Oh nein. Mann, das ist echt kacke. So, wenn du einen Film mitmachst und so dein Co-Star ist, weil natürlich Will Smith ist offensichtlich um einiges erfolgreicher als Martin Lawrence. Was verrückt ist, weil die beide... Ja, yeah, die sind auch beide so Bad Boys und... Naja, beide haben halt auch von einer ähnlichen Position angefangen. Soweit ich weiß, ist der Film wurde ursprünglich so, also Bad Boys 1, wurde ursprünglich nur Martin Lawrence angeboten. Und Martin Lawrence hat Will dazu geholt. Ja. Oder wenn ich mich nicht täusche, wurden sogar zuerst zwei Leute haben abgesagt, dann kam Martin Lawrence und dann Will geholt. Okay, irgendwie sowas. Aber ja, auf jeden Fall hat Martin Lawrence Will geholt, bevor ich was Falsches sage. Und Martin Lawrence hat eigentlich auch in so vielen anderen geilen Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel Blue Strike, auf Deutsch heißt der Diamantenkopf. National Security. Ja, scheiße. Ja, Mann. Wer ist eigentlich der andere Schauspieler? Bei National Security? Ja, der Weiße. Der Weiße, der ist auch voll lustig eigentlich, aber nie wieder was von ihm gehört. Nee, Mann, leider nicht. Ja, Mann. Ich bin voll gespannt, wie der Film abschneiden wird. Mhm. Einfach, weil die machen echt gute Promotion für den Film. Also die sind echt super präsent überall. Ja. Ich habe irgendwie alle Outlets, die es irgendwo gibt. TV, Bus und Bahn, Bushaltestellen, was auch immer. Social Media sowieso komplett voll mit Bad Boys. Und ich habe auch von vielen gehört, dass die sich darauf freuen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der Film abschneiden wird. Bin auch gespannt, was die Meinung der anderen dazu ist. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, mir auch. Trotzdem mal gespannt, was die anderen so dazu sagen. Sonst noch irgendwas? Bei der Pressekonferenz hatten alle Smart Water von... Oh, das war das Lustigste überhaupt. Bei der Pressekonferenz war, also da, die war davor, da waren Will Smith... Martin. Ja, Martin und Jerry Bruckheimer waren auch da, dann die Regisseure. Und Steve. Genau, Steven Gätchen. Genau. Und alle hatten so Smart Water da stehen, also als Wasser. Smart Water ist die Firma, die Will Smith zusammen mit seinem Sohn gegründet hat. Warte, heißt das nicht Just Water? Heißt es Just Water? Scheiße, Smart Water ist ein anderes Wasser. Ja. Yeah. Warte, dann mach ich's nochmal. Oder egal, scheiß drauf. Es heißt Just Water, stimmt. Und einfach jeder hatte halt ein so eine Just Water Flasche stehen. Ja. Und dann bei Martin Lawrence stand aus irgendeinem Grund Fiji. Und zwei Cola Flaschen. Ja, genau. Und wir waren auch, ich meinte sogar anfangs so, aber bestimmt war es so ein extra Wunsch von ihm, so, weil es ihm besser schmeckt oder so. Und er war danach aber richtig aufgebracht. So, warum hab ich nur... Nee, gar nicht. Wir haben uns doch so gewundert, so, hä, wollt ihr unbedingt so Fiji Wasser? Und dann haben wir so die ganze Zeit darüber uns gewundert, was es ist. Ja. Und als Will und Martin gegangen sind, hat doch Will so zu ihm so gesagt, yo man, that's just ridiculous that you got, also, dass er als einziger Fiji-Wasser... Aber er hat ihn doch... Martin Lawrence hat ihn doch zuerst drauf angesprochen. Er meinte so, hey, warum habe ich eigentlich... hast du nicht mitbekommen? Echt? Ja, achso, ja. Ich habe das so mitgekriegt, dass Will so meinte so, yo, that's ridiculous, so, dass du als einziger unbedingt Fiji-Wasser haben wolltest. Nee, er hat gesagt, it's ridiculous, dass die ihm das geben. Weil er meinte erst so, hey, warum hab nur ich das bekommen? Also, er war so... Ich musste mich richtig totlachen. Ja. Das war echt lustig. Wie stehen wir dazu, dass zu den ganzen Gerüchten, dass wir Bad Boys 4 directen werden? Ich stehe leicht geneigt. Leicht geneigt ist Jays absolute Lieblingsposition. Nee, also Jerry Bruckheimer, falls du das hörst, Jay steht gerne leicht gebückt. Gibt's noch irgendwas, worüber du reden möchtest? Ja, eine Sache gibt's tatsächlich. Okay. Hat nichts mit Bad Boys zu tun. Okay. Ich habe vom Vodafone eine Benachrichtigung bekommen. In meinem Briefkasten. Steht einfach nur Benachrichtigung und dann steht, sind so mehrere Optionen da und da ist nur eins angekreuzt. Da steht, Ihr Kabelanschluss musste leider gesperrt werden. Was? Bitte setzen Sie sich mit dem von uns autorisierten Vertriebspartner in Verbindung. Ja, das war's. Datum 10.10.2020. Das war doch noch gar nicht. Ich bin der Meinung, er hat sich verschrieben und meinte 10.01.
Aber da steht 10.10. Und vor allem, IKB-Anschluss musste leider gesperrt werden. Warum denn? Nicht muss noch gesperrt werden. Ja. Musste leider. Hä? Und ist schon? Ich weiß nicht. Was meinen die denn überhaupt Kabelanschluss? Fernsehkabelanschluss? Benutze ich eh Internet. Nicht. Aber ja. Internet geht doch bei mir noch. Geht? Ja. Da weiß ich nicht mal. What the fuck? Wollte ich nur mal okay. am Ende erwähnen. Das heißt, falls hier irgendwer bei Vodafone arbeitet, dann lasst uns doch bitte wissen, was es sich mit dieser mysteriösen Karte auf sich hat. Da ist nicht mal eine, Briefmarke drauf. Ich verstehe nicht mal, wie das zu mir gekommen ist. Irgendein Vodafone-Mitarbeiter so wohnt in deiner Nähe und er dachte sich so, müssen wir nicht per Post verschicken, kann ich auch einfach reinlegen. Ich dachte kurz, wäre fake sogar. Damit ich dann anrufe und dann die sagen, ja, muss leider ausgemacht werden, es sei denn, sie geben uns drei. Ja, also ich habe auch schon über, also in meinem Leben so einige Briefe, und ich finde es schon echt kacke, dass ich sagen muss, so einige Briefe bekommen, wo drin stand, ja, sie haben das und das gemacht oder es ist das und das passiert, wenn sie jetzt nicht so und so viel da und da überweisen, dann passiert das und jenes. Und es waren sogar auch immer recht authentische Briefe, wodurch ich dann auch manchmal sogar Sorge bekommen habe, was ist, wenn es ein echter Brief ist und ich so, mich verarscht ihr nicht. Und dann so, bezahle ich nicht. Und dann kommt irgendwer so, FBI! We got him. We got him. Okay, cool. Dann würde ich jetzt sagen, kommen wir langsam zum Ende. Mhm. Ja, vielleicht auch ein bisschen schneller. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn wir noch mehr Film-Reviews machen sollen oder beziehungsweise über Filme reden sollen, die aktuell oder auch nicht aktuell im Kino oder auch nicht im Kino erschienen sind, dann lasst es uns gerne wissen. Folgt uns auch auf Spotify und anderen Audio-Streaming-Plattformen. Gerne auch auf Instagram und TikTok. Da haben wir einmal @jsamuels und einmal @arialee auf TikTok noch mit einem zusätzlichen E. How do you reason? Peason. Good night, San Francisco. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun.